Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Rulers of Nations. Mit mir dabei der Vizepräsident von Griechenland, Anoholik. Hellas, Kalamares, Kalimera, Kalispera. So, das ist mein Griechisch auch zu Ende. Tschüss. Jamas, kann ich dann nur noch sagen. Gut, in diesem Sinne. Shit. So, Schafskäse. Schafskäse, Kleine. Genau. So. Kommt ein Griecher auf dich zu. Oso. Jamas, Schafkäse. Käse, vor allem. Wird ja genau so. Ja, das heißt da so. Das Wort kommt von da. Ja, meine erste Frage wäre, can you spell it? Aber gut. Ja. So, Misswirtschaft der Regierung. Yes! Herr Premierminister, die Kritik des Transportministers Alexis Apoustrouchas, ja, das ist mein Liebling, hinterlässt Spuren. Ich glaube, den habe ich auch ein paar Mal jetzt vorgelesen. Die Opposition feiert und die Medien finden das lustig. Sie sollten den Marsch blasen, sonst sehe ich nicht, wie wir in den Augen der Öffentlichkeit die Würde zeigen sollen. Bei all dem Gezanke. Den haben wir eh noch auf der Liste für morgen, glaube ich. Ich sollte Marsch blasen. Ja, aber doch nicht den Marsch. So, Philippus Geolos haben wir eh noch auf der Liste. Sollen wir nach dem Apoustrouchas nochmal schauen? Ja, das ist Transportminister. Ja, dann den finden wir vermutlich im Kabinett. Transport. Der irrt da herum. Gläsernen Kabinett. Der mag uns auch. Ich glaube, der hat auch noch eine bessere Popularität als der andere, aber gut. Ja, machen wir gleich Dienstag, dann passt schon. Wir haben ja schon eine volle Woche, ist ja nicht so. Gut. Na dann. Wollen wir nochmal diese andere Idee, die ich glaube ich letztes Mal hatte, nochmal angehen? Welche Idee denn jetzt genau? Erörtere sie mir uns nochmal. Dass wir uns ein Luxusprodukt raussuchen. Ja. Und das versuchen, günstiger einzukaufen, um dadurch die Kaufkraft im Land zu erhöhen, weil wir den aktuellen Verkaufswert in Griechenland drücken, dadurch, dass wir quasi mehr anbieten. Weißt du, Anfrage erhöht weniger Wert und so. Ja, ja. Okay, das heißt, ich guck schon gerade hier in der Liste, was wir hier so mal brauchen könnten. Ich glaube, wir haben aber hauptsächlich die Sachen aufgeschrieben, die wir übermäßig haben, oder? Oder haben wir alles aufgeschrieben? Nee, sind alle, hier ist du hast ja die Liste angelegt, du hast alles angelegt. Inklusive Sachen, die wir gar nicht produzieren. Habe ich weitergedacht? Guck mal, eins könnten wir zum Beispiel relativ schnell erfüllen, ja? Diamanten, Produktion 0, Verbrauch 1. Aber Diamanten sind schon relativ. Das wäre so ein Ding, was man. Wo gibt es Diamanten? So generell Russland, glaube ich, hat welche. Ja, sind wir mit Russland per Du? Per Sil. Ja, es ist eine ganz reine Beziehung. Ja. Ja, aber gute Überleitung. So, neuer Vertrag. Wir wollen was kaufen. Diamonds, Ade, Griechenlands Best Friend und so. Ja, und Prinzessin auch, ne? Schon klar. So, 334 Millionen. Ja, das klingt gar nicht so schlecht, weil unser Preis ist 84 und wir würden es für 68 kaufen. Also, wenn, vorausgesetzt, Griechenland stimmt zu. Aber wir sind nicht Griechenland. Russland. Die mit dem anderen Land. Ja, wir sind auch definitiv höher als ihr normaler Verkaufspreis, also könnte es schon klappen. Mhm. Ich send's mal ab, ja? Ja. Die mögen uns total, wenn sie rot sind, glaube ich. Ihr wollt Diamanten? Wir schicken mal ein paar Panzer rüber. Veto! Da bin ich gegen. Ja, weil Griechenland geht bis hier. Also ist gar nicht mal so weit weg von uns. Sie könnten sogar übers Schwarze Meer zu uns rüberkommen, wenn es dumm läuft. Ja, finde ich super. Ja, die haben doch so da positioniert. Definitiv. Ich möchte gar nicht. Und ranzoomst du damit auch. Ne, ich müsste, glaube ich, auf militärische Sicht umstellen. Und selbst dann ist noch nicht sicher, ob wir es wirklich sehen. Na, hier ist es zumindest ein Stützpunkt. Den haben sie auf ukrainischer Seite. Da sind sie noch näher dran. Also das ist nicht weit. Hier rüber. Wahrscheinlich haben sie eine Raketenabschussbasis. Wobei, hier sind die Türken sind noch dazwischen. Ah ne, hier ist unser. Haben wir hier eine Küste? Nee.
Nö, na dann müssten sie hier zumindest erstmal durchfahren, überall. Durch Istanbul durch. Naja. Für einen Moment. Haben sie garantiert eine Durchfahrtsgenehmigung. So, Philippos ist da. Jo, schenken erstmal den guten Champagner ein vom Aldi. Das nennt man empfangen. Genau, Aldis. So, Moral. Ja, gut, danke. Ja, du bist ein Depp. Was hältst du davon? Natürlich, ich habe verstanden. Alles klar. Yes, sir. Yes, sir. Gut, Zeitung ist wieder da. Zeitung ist wieder da. Yippie. Mhm. Ich freue mich da jeden Morgen drauf. Jeden Montagmorgen, zumindest in dem Spiel. Italien-Gipfeltreffen, unrelevant. Gut, sie haben den Beitritt von der Volksrepublik China abgelehnt. So. Ja, und links wird doch gewesen, oder? Ja, ja, genau. Dazu die Ministerin für Kultur... Ja, nicht? Doch. Ja, okay. Montag, 18. Die Ministerin für Kultur, Theodora Giaconoudou, beglückwünscht sich, zu einer Regierung zu gehören, die aktiv und erfolgreich ist und von einem wirklich charismatischen Chef, Dimitris Golis, geführt wird. Sowas nenne ich Lob, weißt du? Ja. Oh Gott. Gut, sie ist gerade die Schönste. Sie kann ich glaub, überhaupt. Das sind diese Nachrichten, die hier vorher immer uns Punkte abgezogen. Ja, hier. Mittwoch 13. Ich bin die First Lady des Landes. Ich sollte mich bezahlen, weil sie die. Okay, falsch. Es ist nicht so der griechische Dialekt, ne? Die sollten mich bezahlen, weil sie die Ehre meines Besuchs hatten, erklärte an Athanasia Kolos und lehnte es ab, die Rechnung in einem großen Restaurant zu bezahlen. Ich habe doch gesagt, unsere Ehefrau hat da wieder ihre Finger mit im Spiel. Das waren ganz allein die 5% schon da. Ja, und mindestens 3. Ich frage mich, was dieser Smiley dann noch soll. Aber wahrscheinlich ist rot einfach nur, dass das heißt, grüner Smiley, roter Smiley. Wenn es rote Schrift ist, ist es roter Smiley. Und wenn wir jemals irgendwann ein grünes Schrift kriegen, aber ich hatte hier noch nie grün und manche Dinge waren auch nicht positiv. Aber na gut, sei es drum. Wahrscheinlich stand dann irgendwo ganz unten drin, der meinte er ironisch. Ja. Gut, die Regierung scheint sich gegenüber den Sozialpartnern zu öffnen, kommentierte Theodoros Kosvili, der Vizevorsitzende der Gewerkschaft Griechenland. Nee, er ist Vorsitzender, aber macht nichts. Ich hab mich jetzt degradiert, so. Ja, gesagt, ja. Mein Wille ist nicht so. Du kannst wieder das Große machen, ich mach die zwei unangenehmen. Dimitris, er tut, was er kann. Wie die anderen auch, erklärt glänzend Athanasia Kolos, die Ehefrau des Premierministers. Mein Gott, kann die nicht einfach mal die Fresse halten, ja? Als er nach der Position des Chefs der Regierung hinsichtlich des Budgets gefragt wurde, bevor er Ups hinzufügte, also er, sie, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Die Frau, die ab und zu mit uns, wir können eigentlich mal wieder eheliche Pflichten mit ihr machen, vielleicht ist sie unentspannt aufgrund dessen. Ach so, Hysterie, ja. Ja, okay. Ja. Dann ist der kleine, dicke Mann da drüben, der Papst. Oh, Alte! Hat Athanasia Kolos, die Ehefrau des Premierministers, beim offiziellen Besuch im Vatikan losgelassen. Ganz ehrlich, können wir uns scheiden lassen? Kommt wahrscheinlich so am Ende besser. Wahrscheinlich gleich 80%ige Wertsteigerung hier von unserer Umfragewerten. Wir sind dann bei 190% Beliebtheit. Wahrscheinlich. Was ich über den Wirtschaftsminister denke? Joker, sagte lächelnd Alexis Apostolisches, der Minister für Transport über Christoph Krakas, der Minister für Wirtschaft. Wir haben uns aber auch den einfachsten ausgesucht, ja. Wobei, da hätten wir nicht in Österreich bleiben können, das war ja halbwegs sprechbar. Ich glaube, wir hätten es noch schlimmer treffen können, wenn wir jetzt irgendwie in die Türkei oder, keine Ahnung, irgendwo hingegangen wären, wo du die Namen nicht mal aussprechen kannst, richtig? Oder zum Beispiel Südkorea oder sowas ist ganz super zum Aussprechen. Jang Un-Do ja, oder so. Kim Ong-Jong-Jing. Ching-Chang-Jong. Ja. Onkel, wenn dein Kim mit der Onkel ums Eck kommt, dann musst du aber Jong, du. Ja, gut. In diesem ist dein Yin und Yang eindeutig aus dem Koma gefallen. Du das Große, ich das Kleine? Ja. Ja. Intimes Interview mit Alexis Gralas diese Woche in der Zeitschrift Zwischen uns.
Das ist auch sehr zweideutig zu verstehen. Man merkt dort, dass der Vorsitzende der Schülergewerkschaft eine große Bewunderung für den Chef der Regierung empfindet. Siehst du, das ist zum Beispiel, positiv. Das ist, ja, deshalb sage ich ja, das heißt nicht zwingend, dass das rot, deshalb, das ist, glaube ich, einfach nur, dass es eine Pressemeldung ist. Und das ist halt, je nachdem, wirkt es halt positiv. Ich glaube, deshalb, die haben sich da nicht so festlegen wollen. Weißt du, wie ich meine? Und haben es dann einfach gesagt, okay, es kann entweder positiv oder negativ sein. Das liest man dann schon raus. Nicht jedes also Mal, liebe Entwickler. Also wirklich nochmal weiterentwickeln, dass es mal so irgendwie so ein bisschen eindeutiger wird in manchen Dingen, aber... Gut, aber das ist auch ein französisches Grundentwickler von dem her. Na Gott, bitte verkauft euch an irgendjemanden. Ja, und sie glauben, dass dieser große Müllhaufen des Vorsitzenden, dem föderalen Verband der Arbeitgeber Thomas Kudis, unseren Dimitris beeindruckt. Was habe ich da unten schon wieder gelesen? Dimitris wird ihnen zurechtbiegen, erklärte Athanasia Kolos. Also mit der habe ich es heute auch. Alter, komm, gleich mal. Ja, ich liest du das hier, wenn du es lesen kannst, dann lese ich das hier. Das ist nämlich. Oh nee, das Rechts kriege ich überhaupt nicht mehr das hin. Das kann ich lesen, ja. Dimitris Kolis im Stadion. Aufgeregte Stimmung gestern im Stadion von Thessaloniki bei Match Athena gegen Thessaloniki. Das Spiel wurde aufgewertet durch die Anwesenheit des Premierministers, der am Ende des Matches eine bemerkenswerte Analyse parat hielt, in die die Annalen eingehen wird. Hut ab vor die Künstlern. Die beiden Mannschaften haben so viel gute Laune verbreitet, dass ihnen der totalen Spielern mit dieser wundervollen Brutalität, die der Seele so gut tut und diesem Sport so edel macht, die Sportkommentatoren haben darauf verzichtet, nach Einzelheiten zu flaggen. Das waren so viele Dialoge, mein Gott. Wir sind, glaube ich, von, ich sag jetzt mal, Spätumsiedler, ja, zu, am Ende war es irgendwas Asiatisches, sind wir was quer durch, ja, aber gut. Das heißt, das war anusch, du kennst es doch. Ja, ich weiß. Ich, deshalb habe ich nicht zu viel dazu sagen wollen. Sonntag 17. Spydos Kudu. Gott, doch nicht Sonntag 17. 18 sicher verstanden, aber Sonntag 17. Führt einen Prozess gegen einen Behindertenverein. Zinovia Kudis oder Kadis, ich kann es nicht genau lesen. Ich weiß, ich kann es glaube auch nicht größer machen. Nicht wirklich. Es rückt nur von mir weg, schön. Die Präsidentin des Vereins zur Koordination der Rechte Behinderter weicht nicht zurück. Spyros Kudu, der Vorsitzende der föderalen Gewerkschaftsbewegung von Griechenland, mein Gott, die haben es aber auch einfach heute, von der Justiz angegriffen, unter dem Vorwand eines gestohlenen Fotos, das für die letzte Kampagne der karitativen Organisation benutzt wurde. Das inkriminierende Bild war von einem Anhängern bei einem Wohltätigkeitsbesuch, ich lese so wie es da steht, aufgenommen worden und wurde in allen People-Magazinen abgedruckt. Vor dem Ausmaß des Skandals plädierte der Vorsitzende der föderalen Gewerkschaftsbewegung von Griechenland auf ein Missverständnis und versuchte die Sache rückgängig zu machen. Aber Zinova Kudis reklamierte, die Sache soll fortgesetzt werden, damit jeder weiß, wer Kudu wirklich ist. Zitat Ende. Gänsefüßchen oben. So. Habe ich da gerade was über Österreich gelesen? Warte mal. Nee, es ist Lettland, aber sehr ähnlich von der Farbe her. Nun gut. Ja, das war's mit der Zeitung, sofern ich sie zukriege. So. Gudi, wollen wir noch etwas suchen, was wir kaufen können? Ja, ich mach mal auf Pause. Russland hat geantwortet. Mit Waffengewalt. Nee. Also sind immer noch 10 Euro unter unserem durchschnittlichen Verkaufswert. Aber sie wollen also uns gleich 10 Millionen, aber sie wollen uns gleich 5 anbieten. Nee, das ist hier der Einkaufspreis. Wir wollen nur einen. Ja, Millionen meinst du? Achso, ja. Betrag unten in Millionen. Ja. Genau. Hier steht auch in Millionen von Euro, aber ich hab, ja. Passt schon. Gut. Sollen wir es nochmal so abgeben? Mit einem? Ja, mehr als eins brauchen wir nicht. Die können uns doch keine 5 verkaufen, das wollen wir doch gar nicht. Vor allem, wir haben kein Geld dafür. Unabhängig davon. Alexis Apostuchas. Na du? Das Olle Socke. Alter Saufkoffer. Ist das der Vater von Harry Potter von Griechenland?
Danke, sieht ein bisschen so aus, ne? Obwohl, der ist tot. Harry Potter oder der Vater? Achso, ja, stimmt. Der Vater. Jetzt hab ich's. Der Vater von Harry Potter ist ja, tot. Das, ich hab's erst im Gespräch hab gedacht, hey, Harry Potter ist doch noch... Ach nee, Quatsch, ja. Der Vater. Ja. Der Vater, du weißt, Voldemort und... I understand. Gut, ja. Der, dessen Mann man nicht ausspricht. Der immer auf den bewegten Zeitungen ist. Ja. Zu blöd, wenn das Ganze vor den Tablet-PCs rausgekommen ist. Oh ja, da haben sich einige Tablet-Hersteller in den Arsch gebissen danach. Gut, Unser Netzwerk wurde teilweise lahmgelegt. Die Agenten wurden festgenommen oder getötet. Was? Ja. Von uns? Mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ist es schwer zu sagen, was dort passiert ist. Aber die Dichtungstheorie lässt mich vermuten, dass wir bis zu einer Stärke zwischen 12,7 und 23,8 einen Verräter haben. Dichtungstheorie, Ja, nee, logisch, klar. Sehe ich auch so. Was auch immer er gerade gesagt hat. Alter! Waren wir schon immer auf 38? Was ist schon wieder passiert? Also in Österreich sicherlich mal. So 2 Minuten nach Spielbeginn. Da waren wir lange drunter eigentlich. Mir geht's gut, danke. Sonst noch was? Nee, eigentlich wollte ich dir nur sagen... Natürlich, ich habe verstanden. Was hast du verstanden? Ich habe noch nicht mal angefangen. Na gut. Egal, beenden wir hier dieses Gespräch mit ihm. Gehen wir auf den Smiley, warum? Was die denn so... Achso, wegen dem Spionageding, ja gut. Das ja, sollten wir vielleicht mal uns generell unsere Spionage aus dem Ausland zurückziehen irgendwie? Kostet ja auch Geld. Sie haben achso, okay, ja. Ich dachte schon wieder 5, wieso jetzt schon wieder 5, aber 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Oh gut, dann machen wir das doch so. Das heißt, das sollte jetzt abgegolten sein. Ja, können sie. Die haben zwar kein Geld, die Griechen, aber sie könnten sich Diamanten kaufen. Kannst du eigentlich mal wieder auf Griechenland zurückgehen? Das wird zumindest mal. Damit wir nicht vergessen, wie es aussieht. Wie war Griechenland? Wie sieht Griechenland nochmal genau aus jetzt? So, Geheimdienst wolltest du reingucken. Staatsgebiet und ausländischen Netzen sind 248. Guck mal kurz außen, weil da war ja scheinbar. Oder? Wo sehe ich denn das, wo die sind? Hier nicht. Spionage, Netz. Ups, Entschuldigung. Muss ich jetzt hier alles durchklicken? Nee, oder? Das muss auch irgendwie einfacher zu sehen sein. Den Skandal eines Staatsoberhaupts öffentlich enthüllen? Ja, dadurch verringern wir ja nicht die Anwesenheit von Spionen außerhalb. Nee, die geheimen Akten der Staatsoberhaupte anschauen. Oh, schade. Oh. Agent 001 platzieren auf dem Land Griechenland. Ist auch ein super Bild. Ja. Die Pistole ist süß. Ja, ne? Piu, piu. Piu. Genau. Innen wollen wir auch nix. Weil ganz schlecht sind die ja Agenten eigentlich. Agenten in nicht. Ausländischen Netzen, wenn wir da auf 0 runtergehen. Ja. Kann ich nicht, oder was? Nee. Kann ich scheinbar nicht. Musst du sie oben wieder zuteilen? Nee. Also 238 um 10 runter ist das Einzige, was ich kann. Naja, fangen wir damit mal an. Spart uns übrigens auch, oder kostet, keine Ahnung, 1,6 Millionen. Okay. Nee, Haushalt normal ist gut, aber Haushaltkosten wäre Minus und so, das habe ich schon mal rausgefunden irgendwann. Hat aber sich das jetzt bestätigt oder? Es ist noch 2,38, oben aktuell 2,48, okay. Ziel 2,38. Gut, passt. Okay, na dann, machen wir mal weiter, oder? Jo, soll ich mal gucken in der Liste, was wir noch so einkaufen könnten? Ja. So zum Abschluss unserer Amtszeit, was wir dann noch schnell verkaufen eben. Oder einkaufen.
Ist das jetzt hier schon wieder Afghanistan? Also gewesen? Getreide wäre zum Beispiel, also um jetzt mal vielleicht mal ein billigeres Lebensmittel zu nehmen, ja. Haben wir 5,1 ja. Millionen in Produktion, aber ein Verbrauch von 11,1. Sagen wir da mal, boah, wo könnten wir sowas kriegen? Deutschland? Deutschland oder Amerika, würde ich fast sagen. Wir können ja mal in Deutschland gucken, einfach mal näher und so. Mhm. Getreide haben wir gesagt, ne? Mhm. Was, wieso bin ich jetzt auf Embargo? Embargo? Mit Deutschland? Hallo? Ja. Ihr kriegt kein Getreide mehr von uns. A, weil wir keins haben und B... Wir würden aber gern eins kaufen, wenn es geht. Aber scheint... Achso, doch, kommt hier erst. Okay. Getreide. Deutschland hat keine Überproduktion, ne. Ist vielleicht eher schlecht. Weil der Preis ist auch wesentlich höher als bei uns. Alter, die haben einen Verbrauch von dreimal so viel, wie sie produzieren. Das ist eine Ja gut, dann gehen wir mal nach Frankreich. Bisschen ja. Atomverstrahlt und so. Muss ja mal sein. Wer es braucht. Atomverstrahlt willst du, müssen wir mit Ukraine Getreide handeln. Ja, aber in Frankreich stehen auch genug Kernkraftwerke. So ist ja nicht. Oh, aber die haben selbst zu wenig. Also ich würde jetzt fast sagen Russland oder mal USA, die haben ja auch so die Ranch-Gebiete da, vielleicht haben die sowas. Ich gehe mal nach USA, wobei ich meine, die haben auch tendenziell eher zu wenig. Weil Anbaugebiete haben die auch nicht so wahnsinnig, ja. Die produzieren gerade mal die Hälfte von dem, was sie selber produzieren, was sie selber produzieren. Was sie verbrauchen, okay. Ja, China könnte doch vielleicht... Ja... Okay. Ja, ob jetzt China oder Russland ist eigentlich gleich. In China fällt ein Reissack um, kennst du nicht? Ja, aber kein Getreide. Ja, aber ist auch angebaut am Boden, weißt du. Die haben Überproduktion, schau mal an. Und wesentlich unter unserem Preis. So, dann ja. 6,5 kommt ungefähr hin. Also 6,05, ja, würde ich jetzt mal so grob hochrechnen. Passt. Ja, ich meine, das muss ja auch nicht hundertprozentig. Ich meine, das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Aber hier sind wir auch mittig vom Preis. Ja, wollen wir nochmal so ein bisschen runtergehen, so auf 51, 78 oder so? 52, 78. Weil der Betrag ist schon fast, ja. Ich glaube, wir sind wir jetzt unter einer Milliarde. Ich glaube, ich hoffe mal. Wir waren vorher schon unter einer Milliarde mit dem höheren Preis. Ach so. Ich hoffe dann, dass das nicht blöd rechnet und dann mit niedrigem Grundverkaufswert höher wird. Das entzieht sich meiner Logik dann, aber wir werden sehen. Vor allem Griechenland, wer weiß, wie die Chinesen reagieren. Ich muss hier hin, ja. Gut. Dann machen wir nochmal kurz ein bisschen weiter, würde ich sagen, und dann ist die Folge auch schon fast wieder rum. Geht's ja nicht. Unglaublich. Die Zeit verfliegt in dem Spiel. Ja, man muss sich auch nicht so wirklich, man will ja immer wieder ein bisschen was machen zwischendurch, dann geht man ja automatisch auf Pause. Oh. Puh, aber ist preislich ordentlich hochgegangen. Nee, so viel wollen wir doch gar nicht. Ich gehe hier mal auf 162 runter und hier mal wieder auf, was haben wir, 6,1. 1, genau. So, ne? Sind wir immer noch unter einer Milliarde. Genau. Das muss das Ziel sein, finde ich auch. Ich meine, ob wir es hinkriegen, sei mal dahingestellt, aber ja. Ich glaube, Zeitung vorlesen, je nachdem, was drin ist, wird jetzt ein bisschen zu lang. Weil es dauert ja immer schon ein bisschen. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen. Genau, wisst ihr schon, was in der nächsten Folge am Anfang auf euch zukommt? und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und ja, Vize-Premierminister Anokis Holokis wird die Folge beenden. Ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Griechenland retten. Bis dahin, Hummel Hummel, Mos Mos.